Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zu Mass Effect 3. Letzte Folge haben wir Comic gemacht, Prologmäßig, was geht ab, und jetzt gehen wir ins Spielgeschehen. Die Maus ist zu schnell, das müssen wir kurz ändern. Die Maus ist zu fucking fast. Immer noch zu schnell, aber egal. V-Drücken, um Einsatzziel anzuzeigen. Anderson zum Raumhafen folgen. Ja. Bewegung! Okay, gut. Bewegung, Bewegung. Let's do this, let's do this. Holy Achtung. Shit. Da hält man etwas derart Mächtiges auf. Auf Shift können wir das eine machen. Okay. Leertaste rennen wir. Es ist weiter als es aussieht. Nice one, nice one. Los jetzt, gehen wir. Hier unten, Shepard. Ja, Chema. Holy shit. Jetzt habe ich mich kurz erschreckt. Kommen Sie, wir müssen hier entlang. Kommen Sie, wir müssen hier entlang. Sieht sicher aus. Gehen wir. Los, bleiben wir in Bewegung. Lieutenant Commander, empfangen Sie mich? Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandy fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Wann werden Sie... Husks! Schalten Sie sie aus. Wo sind die? Hier. Erschießen Sie sie! Los doch, wir haben es eilig. Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. The what? Er darf sie nicht zu packen kriegen. Der. Piss dich. Oh shit, Lasers coming! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Normal. Gehen einfach. Vorsicht! Oh! Oh. Gesagt, verpiss! Verpiss dich, ey. Ah, Leertaste. Ah, gut zu wissen. Hier entlang. A little boy. Es ist okay. Alle sterben. Du musst hier raus. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! The boy is weg. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Sie sind für die Toten nicht verantwortlich. Wir kämpfen für die, die noch stehen, wenn es vorbei ist. Ja, Sie haben wohl recht. Der Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass Sie kommen. Und trotzdem haben Sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und
mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Oh ja, yeah, gib mir das Ammunition. Und immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Lieutenant Commander Williams, der Raumhaft ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Ankunft in 3 Minuten. Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! What the fuck seid ihr denn? Halten Sie Ihren Kopf unten! Was kann ich denn? Was ist das denn? Schützen Sie mit der Panzer? Okay. Das will ich mal machen. So, oh, er ist einfach weggeflogen. Nice. Erledigen Sie die. Bin dabei. Schön. Was ist hier geschehen? Schön. Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein. Im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Sind ganz schön fett geworden, die Husks. Dann los, nichts mehr hin zu dem Shuttle. Ich will ja noch mit Shift laufen, ey, das ging ja ein bisschen auf den Sack. Geil aus. Okay. Money bitches. Da sind Gegner. Das ist schon mal gut. Oh my baby brother. How you doing? Shepard, hier drüben. Endlich das, was ich brauche. Schönes Sturmgewehr. Was ist Ihre Position, Admiral? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Lieutenant! Ich hab das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald, wir haben Gesellschaft. Oh, das ist hässlich.
shit, mein Schild ist down. Potato aim. Da kommt noch mehr. Gut, Willi. Und hier kommt die Kavallerie. Boah. Ich hatte auch keinen Schuss mehr. Das war ein bisschen traurig. Ja, der gute alte Joker hat uns gerettet. Joker ist ein Pro. Wurde aber auch Zeit. Vorwärts. Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Das ist unser Kampf. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie, das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an, schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Oh. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Shit. Voll auseinandergenommen, ey. Der Shepard dachte sich so, boah, so einen dicken Laser will ich auch haben. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey!
Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab. Denn ich gehe hier nicht... Es reicht, Lieutenant! Sie wollen nicht weg. Okay, aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert, ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Oh, yes. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Oh shit. Gruppe. Wir haben 5 Punkte. Oh shit, nice. Upgrade kosten 2. Okay, ne, wow, chillig. So, was können wir jetzt hier alles machen? Kann ich das jetzt lernen? Was werfen kann ich schon, ne? Zerreißt ihren Feind. Oh. What? Ah, Rang erwerben, ja. Ah. Chillig. Überlastung. Wir müssen eigentlich erstmal alles schaffen, oder? Das macht Sinn. Fitness. Gesundheit und Schilde sind eigentlich immer gut. Was fehlt uns noch? Überlastung. Ja, warum nicht? Und der Rest kostet, ich glaube, schon 2, ne? Oder 1?
Upgrade kosten 2. Schild? Schild? No? Nein? Sind die automatisch oder? Ja, wir geben den einfach automatisch. How you doing? Und Yamas. How you doing? Bestätigen, Fortfahrer. Ja, das ist ein Shotgun oder was? Nee, what? Ah ja, okay, Sniper und Sturmgewehr. Keine Ahnung. Wieso habe ich einen Shotgun? What the fuck? Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. Ja, wo ist der hin oder was? Was ist das? Tech-Panzerung, erste Hilfe, werfen. Okay. Wo muss ich hin? Ah, hier. Was ist das? Oh. Interessant, interessant. Sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Okay, jetzt erstmal wieder klarkommen, ich habe lange nicht gespielt. Heilige Scheiße, wie richten Sie hin? Warum? Jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. MP. What? Schalttaste. Ja. Yo, was zu stöhnen. Cerberus! Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Ching. Nicht? Ich gehöre. Ich bin zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Ah, das ist die ganze Zeit aktiv, verstehe. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Ah, dadurch kann ich langsam meine Kräfte nutzen. Alright, alright. Alrighty. Habe ich nicht gesehen, ob ich ihn zerrissen habe oder nicht. Shit. Ich habe ihn geworfen. Ihn aber zerreißen. Geronimo! What up? Boom, in deine Fresse! Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. You don't fucking say. Dann hatten sie wohl Hilfe.
ein Insider. Ich würde zu einem reinlaufen und das dann explodieren lassen. Das wäre witzig. Ja, ich will hier rein. Bitch. Sehr gut. Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Ash. Nennen Sie mich nicht Ash. Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass sie es jetzt nicht mehr tun? Ich habe sie benutzt, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu. Ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt hier sind oder was sie wollen. Ist so. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Wenn Sie Cerberus hassen wollen, bitte. Aber ich werde Ihnen keine Rechenschaft mehr ablegen. Ist das klar? Natürlich. Ist das klar oder nicht, ey? Ja, als ob es mich trifft, Alter. Bullshit. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Das ist so ein Potato-Head, Alter. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja. Halleluja. Endlich antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Klingt, als wäre diese Waffe unsere beste Chance, die Reaper zur Hölle zu schicken. Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Das ist ein Rennen zum Zerstörung von dem Reaper. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Los, Monkey. Move. Wir nennen ihn jetzt Monkey. Er ist jetzt Monkey. Er ist einfach ein Monkey. Das ist... Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Er ist einfach ein Monkey. Neues Ziel. Sie haben uns gefunden. Okay, was kann die? Singularität. Er macht das mal und ich mach das andere. Kein Problem für jemanden. Ich will einen zerreißen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Team
Sturmschütze. Sie werden so mehr brauchen als Gewehre, um sie zu erledigen, Shepard. Sie werden mehr brauchen als Gewehre. Was denn sonst, Alter? Das sind ganz normale Soldaten. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. What you talking about, bitch? Sie haben den Fahrstuhl sabotiert. Suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Irgendwie stört mich das Rote. Schon witzig. So, so. Jo, wie kommen wir sonst nach oben? Oder? 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 Müssen da oben hin. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wenn das Ding nicht geht, was sollen wir machen? Wir brauchen einen anderen Weg nach oben. Ist mir schon aufgefallen. Ähm, hallo. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Weiß nicht. Die haben einfach gesagt, jo, oder? Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Gut. Dann in der nächsten Folge werden wir hier wieder einsteigen und gucken, was Cerberus im Schilde führt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.